Hallo und herzlich willkommen hier auf Mother's Clash Channel zu einer ganz besonderen Winterepisode des Clankrieg Reviews. Denn ich bin nicht in Semperrepmis, sondern ich habe unserem Familienclan Sempervirus einen Besuch abgestattet. Ich bin hier auf Platz Nummer 4 in dem Clan und wir haben gemeinsam einen Clankrieg gemacht gegen die Black Chickens, den wir natürlich gewonnen haben. Und diesen Clankrieg möchte ich unbedingt zeigen, da wir sogar einiges an Rathaus 11 Material da drin haben, einige coole Angriffe, sowohl von Rathaus 9 als auch Rathaus 10, als auch eben Rathaus 11. Und ich glaube, das ist ganz interessant, auch mal den anderen Clan zu sehen, der bei uns in der Familie ist. Das ist das erste Mal, das ist Premiere. Ich tippe mal, in der Zukunft werde ich noch des Öfteren von Sempervirus auch ein paar Videos raushauen. Und ich habe jetzt schon eins in der Hinterhand, in dem es auch wieder ein paar richtig geile Rathaus 11er Angriffe gibt. Jetzt aber erstmal zum aktuellen Clankrieg gegen Black Chickens. Ich war der allerletzte, also in Sempervirus sind meistens nur Rathaus 10er und darüber. Und ich war der allerletzte ganz, ganz unten. Daher war es mein Vergnügen, gegen die Nummer 15 anzugehen. Und ich habe mich hier wegen dem Base-Layout für ein ganz normales GoVV entschieden. Mit 7 Hexen, wie man hier sieht. Denn das bietet sich hier natürlich an. Ich brauche nur einen einzigen Sprung, um hier in die Mitte reinzukommen. Was dann hinten noch alles wieder rausgeht, das ist mir da momentan relativ egal. Und gehe dann einfach von unten rein, da das die gegenüberliegende Seite von der Clanburg ist. Das hilft dann meistens ganz gut. Da zieht die Clanburg dann auch in die Mitte rein. Und die Hexen, die breiten sich hier einfach riesig aus. Ich glaube, ich hatte auch welche in der Clanburg drin. Da dürften 3er-Hexen sogar drin gewesen sein. Aber auch die 2er-Hexen machen hier einen ziemlich, ziemlich guten Job. Auf dieser Base ist es auch nicht allzu schwer. Man sieht, die Mauern sind noch relativ niedrig auf Level 7 und auf Level 6 teilweise sogar. Das war kein allzu schwieriger Job. Und daher haben wir hier auch eigentlich relativ einfache 3 Sterne. Die Golems, beziehungsweise ein Golem ist rechts außen rum gelaufen. Die anderen Golems sind in der Mitte durchgelaufen. Die Hexen haben sich auch aufgeteilt, welche in der Mitte, welche links. Und dann war das Ganze hier relativ einfach und auch relativ schnell vonstatten gegangen. Da habe ich praktisch auch den Rathaus-10ern über mir einen Angriff gespart, den sie dann auf ihre anderen Rathaus-10er hauen konnten. Das ist natürlich auch immer gut, wenn man auf den ersten Angriff gleich mal 3 Sterne hier holt. Und hier beschleunigen wir das Ganze mal und sehen, dass da auch meine Loons noch ein bisschen helfen mit aufzuräumen. Übrigens, kleiner Tipp am Rande, Loons dabei zu haben ist immer ganz cool, denn wenn keine Luftabwehren mehr stehen und nur noch eine Kanone oder so, dann sind Loons meistens echt hilfreich, diese eine Kanone noch wegzuräumen und können da über 3 Sterne entscheiden. Jetzt gehen wir aber ein bisschen weiter und hier haben wir einen Angriff von JJ, von J. Justin. Den kennen wir doch irgendwoher, ne? Der kommt aus Semperrepmis und der hat mit mir hier bei Sempervirus ausgeholfen. Und hier sehen wir einen Angriff von ihm auf die Nummer 6 Mugendias, keine Ahnung. Hier fängt er erstmal an mit seinen Mauerbrechen und versucht hier die Wände aufzubekommen und versagt kläglich, sehr zur Belustigung meiner. Aber das könnte vielleicht sogar das entscheidende Merkmal gewesen sein, warum denn dieser Angriff dann am Ende doch so gut geworden ist. Hier sehen wir Golems und ganz, ganz viele Magier und wir haben hier auch einen GoVV-Angriff. Und alles, er bleibt jetzt an dieser Mauer dran hängen und jetzt geht praktisch nur dieser eine Bereich hier auf und die Hexen, die bahnen sich da ihren Weg durch mit den Skeletten. Eine Riesenbombe explodiert hier und alle gehen hier in die Mitte rein. Das war schon der 2. Angriff von JJ, da er ja auf die Nummer 6 gegangen ist. Ich tippe mal, er ist hier eigentlich nur auf 2 Sterne gegangen. Ein wirklich schöner Freeze hier in der Mitte, richtig wichtig auf den Doppel-Inferno, auf den Multi-Inferno natürlich. Da ist es auch wichtig, dass man immer von der Seite reingeht, wo der Multi-Inferno steht, wenn man dann mit Hexen angreift. Aber wir werden nachher noch sehen, wenn man dann die Level 3er Hexen auf Rathaus Level 11 hat, dann ist es gar nicht mehr so wichtig, auf welcher Seite man da reingeht, weil die Level 3er Hexen sind wirklich, wirklich äußerst, äußerst stark. Und vielleicht sogar ein bisschen overpowered. Es gab in letzter Zeit immer mal wieder ein paar Rathaus 11er 3 Stern Angriffe sogar. Es gibt genügend hier auf YouTube. Und auch ich habe schon einige live hier gesehen.
Und jetzt konzentrieren wir uns aber mal wieder auf den Angriff. Alles ist jetzt rechts rumgelaufen. Die Golems sind noch wirklich am Leben. Wir haben hier so eine ganz klassische Ringbase. Die sind aber mittlerweile auch schon nicht mehr up to date, da es schon viele Taktiken gibt, eben um diese Ringbases zu zerstören. Unter anderem Queen Walk und sonstiges. Eben mit GoVV geht das ganz gut. Smokey aus Semper Rapmes hat das auch schon ein paar Mal hier gezeigt. Und hier sehen wir, es steht nur noch eine Minderheit der Verteidigungen. Ganz, ganz viele Hexen sind in der Mitte noch da. JJ's Queen lebt auch noch. Also hier kein Grund zur Sorge. Da ist eigentlich, sind leicht die drei Sterne drin. Hier beschleunigen wir das Ganze mal und ihr seht, es sind noch genügend Truppen da, um hier die drei Sterne zu holen. Sehr, sehr schöner Angriff hier gegen eine fast ausgemaxtes Rathaus 10. Und das hat uns natürlich auch geholfen hier. Das sind weitere zwei Sterne, die er da extra dann noch geholt hat für uns. Aber im Endeffekt hat das dann auch nichts mehr ausgemacht. Das sieht einfach nur super aus. Und unsere Nummer 1, Justus, der ist schon Rathaus Level 11. Der hat sich hier auch in seinem zweiten Angriff der Nummer angenommen, die JJ vorher gemacht hat, in seinem ersten Angriff. Und hier sehen wir eben, wie vorher schon gesagt, einen, ja, teils Queen Walk mit ganz, ganz vielen Hexen. Und sehr interessant ist hier, dass die Queen wird praktisch oben gesetzt, zieht das Feuer von der Kanone und vor allem ganz, ganz wichtig von dem Mörser da auf sich. Heißt, der Mörser kann da von den Hexen auseinandergenommen werden und wird denen nicht gefährlich. Und es sind wahnsinnig viele Hexen, die hier von links unten reinlaufen. Und von rechts unten gibt es noch einen Golem, der hier noch die Verteidigungen stallt. Von oben die Hexen mit einem Speed-Zauber werden die hier in die Mitte reinbeschleunigt. Und hier haben wir wieder so eine Ringbase. Also ihr seht schon, da gibt es sehr, sehr viele Taktiken. Und da Justus ja schon Rathaus Level 11 ist, hat er hier auch seinen großen Wächter mit dabei, der wirklich, wirklich wichtig ist und der auch vielleicht sogar ein kleines bisschen OP ist. Denn wenn man ihn richtig timen kann, dann ist es echt ein riesiger Vorteil. Der zweite Freeze-Zauber trifft hier wirklich perfekt den Inferno und zwei X-Bögen. Und ihr seht es jetzt, jetzt feuern gerade beide X-Bögen und jetzt wird der große Wächter gezündet. Die Riesenbombe oben verpufft, wirkungslos. Ganz, ganz wichtig hier, damit die Hexen alle am Leben bleiben. Und dieser kleine Zeitpunkt, diese, es waren jetzt vielleicht 2-3 Sekunden, die da die ganzen Truppen unverwundbar waren, die haben den Truppen geholfen, hier beide Inferno-Türme aus dem Weg zu räumen. Und das hat diesem Angriff dann den entscheidenden Push gegeben, damit hier die drei Sterne rauskommen. Aber ihr seht schon, obwohl es nur Level 2er Hexen sind, Justus hat die noch nicht auf Level 3, überwältigt er hier diese Base, auch wenn es ein Rathaus eben unter ihm ist. Aber trotzdem, der große Wächter hier, der macht schon wirklich sehr, sehr viel aus. Und die schiere Masse, die hier noch übrig geblieben ist an Hexen, ist einfach erstaunlich. Und als kleinen Anreiz hier fürs nächste Video, da wird es auch wieder einen sehr, sehr starken Angriff nur mit Hexen geben. Von einem Rathaus 11er auf einen Rathaus 10er. Lasst euch da überraschen, das ist wirklich ein super, super genialer Angriff da. Den muss ich euch unbedingt zeigen. Jetzt springen wir auf die andere Seite. Rathaus Level 11 gegen Rathaus Level 11 ist natürlich auch sehr, sehr interessant. Denn da kriegen wir nämlich einen bisschen Material von der Artillerie und wir hören sie schon hier so im Hintergrund und jetzt wird sie aktiv, es sind genügend Golem gesetzt, die Mauerbrecher machen hier auf und aus der Artillerie kommen die ersten, ja ich nenne sie einfach mal Meteoriten, auch wenn es eher so ähnlich wie beim Mörser Kugeln sind, die sehen einfach richtig geil aus, wenn sie einschlagen hinterlassen sie Krater, wie Meteoriten eben, sehr sehr cool. Von hier rechts kommen jetzt King und Queen, Level 40 und ein Level 6er großer Wächter, der jetzt schon relativ verfrüht gezündet wurde. Aber interessant ist auch, es hat vielleicht geholfen, da genau in dem Moment auch die Artillerie geschossen hat. Also die drei Schüsse, die die Artillerie da abgefeuert hat, die haben nichts bewirkt. Und ihr seht, die Schüsse von der Artillerie gehen hier immer auf denjenigen, der die meisten Lebenspunkte noch hat. In dem Fall war das gerade eben noch die kleinen Golems. Hier sehen wir, wie sie anvisiert sind. Ein kleiner Golem fliegt hier noch und die Meteoriten fliegen aber weiterhin auf diesen Golem, auch wenn er nicht mehr existiert. Heißt, diese drei Meteoriten, die da gleichzeitig gefeuert werden, die gehen auf das gleiche Objekt, auf die gleiche Truppe. Und jetzt ist auch die Artillerie schon Geschichte und wir sind schon bei 63%. Zwei Sterne sind hier schon gefallen. Also keine Chance hier für Justus noch irgendwie eine Verteidigung einzufahren.
Sehr, sehr schöner Angriff hier von Mami Don Don. Und die Königin sahnt hier noch ein paar restliche Prozentpunkte ab. Eine Riesenbombe macht hier noch den Helden Dinger raus. Und jetzt bleiben noch die kleinen Minions und ein Boogie, der jetzt auch Geschichte ist. 77% gegen ein Rathaus Elver. Das ist meiner Meinung nach sogar relativ viel. Eigentlich hätte ich ja von Anfang an gedacht, dass Rathaus 11 erstmal, dass es erstmal richtig schwierig wird, da Prozente und Sterne zu holen. Aber die Verteidigung von Rathaus Level 11 ist halt noch nicht so wirklich ausgereift. Ich tippe mal stark, dass es da noch ein paar Truppen-Upgrades dann in, nicht nur Truppen-Upgrades, ein paar Gebäude-Upgrades in nächster Zeit kommen werden. Denn das ist wirklich nötig, wie schon bei den 3-Stern-Angriffen, die es ja en masse gibt. Die zeigen auch, dass es eben wirklich nötig ist, vielleicht die Verteidigung von Rathaus Level 11 hier etwas hoch zu pushen. Auch die Adlerartillerie hat vor dem Update deutlich, deutlich mehr Schaden gemacht, als sie es nun hier wirklich macht. Vielleicht wäre es doch ganz interessant, die Adlerartillerie wieder auf diesen Damage vorhin hoch zu pushen. Jetzt haben wir hier den Angriff eben auf die Nummer 1 vom Gegner. Knies hat hier die gegnerische Clanburg sehr, sehr geil gelockt. Mit einem Giftzauber hat er die ganzen Lava-Pups besiegt. Sehr, sehr interessant. Auch einen Bogie in der Mitte gesetzt, damit alle dann wieder in die Mitte reingeflogen sind. Das hat er sehr, sehr gut gelöst. Und jetzt kommen die Golems links unten und rechts unten. Und in der Mitte natürlich kommen die Golems. Hier sehen wir schon, wie die Adlerartillerie wieder erwacht ist und die Golems anvisiert hat. Magier kommen links und rechts, Packers in der Mitte rein. Riesen. König und Königin hinterher, genauso wie der große Wächter, der hier natürlich den Golems folgt, da er immer versucht, den Truppen mit den meisten Lebenspunkten zu folgen. Es wären dann in dem Fall die Golems, denn die werden auch von der Adlerartillerie anvisiert. Ein Freeze-Zauber fällt hier auf den gegnerischen Inferno. Der König wurde schon gezündet und jetzt wird auch der große Wächter gezündet. Ja, der hat doch einiges geholfen, würde ich sagen. Die Zeit hat hier den Golems in der Mitte ein bisschen Zeit gegeben, da dass sie eben nicht so viele Lebenspunkte verloren haben. Und jetzt hat gerade der Einzelinferno noch einen weiteren Golem im Visier. Hier fällt ein Wutzauber und der Inferno ist auch Geschichte und die Königin steht hier sicher hinter der Mauer und kann auf das Rathaus schießen. Ganz ungestört wird sie dann noch von dem großen Wächter unterstützt. Und jetzt haben wir schon 2 Sterne, die hier gefallen sind. Jetzt gibt es noch ein bisschen Aufräumarbeiten hier in der Mitte. Die Königin, die Level 40er Königin sogar, schießt hier noch den letzten Inferno kaputt und auch ein Magierturm fällt noch, damit da eben noch ein paar Prozente geholt werden und man am Ende mehr Prozente hat. Ja, das war's hier auch mit dem Angriff. Alle Truppen in der Mitte sind jetzt Geschichte. 2 Magier sind hier noch übrig geblieben, aber ihr seht, die Artillerie hat gleich wieder angesetzt und wenn die Magier nicht vom Bogenturm besiegt worden wäre, hätte die Artillerie sie definitiv mit ihrer großen Reichweite hier zerstört. Ja, das war der Clankrieg hier von Sempervirus. Super cool, hat mir richtig viel Spaß gemacht, mal bei den Großen von uns mitzumachen, die ja eigentlich meistens nur Rathaus, höhere Rathaus 9er und Rathaus 10er sind. Und ich werde auf jeden Fall demnächst mal wieder einen Clankrieg mitmachen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Kommentar oder ein Like da lassen und auch demnächst mal wieder vorbeischauen, wenn es wieder neue Clankrieg-Reviews oder auch einfach mal so Videos über Rathaus Level 11 gibt, hier von Sempervirus. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß hier auf Mazes Clash Channel.